Mein Arbeitstag in 20 Jahren. Blöde Aufgabe. Da gibt's dann das iPhone 28. Datenbrillen, Implantate. In 20 Jahren, da möchte ich eine Familie mit Kindern, ein Haus und ein Garten. Nee, lieber so ein schnelles Auto. Lamborghini oder so. Arbeit, Leute, Arbeit. Gefragt ist, was wir in 20 Jahren arbeiten. Ich hätte so an Kfz-Mechatroniker gedacht, weil mein Opa das auch gemacht und schafft man manchmal mit dem Schrauben. Guck mal da. Also die Technik verändert sich so schnell, da kommt wohl kaum noch hinterher. Der Opa. Ich habe doch nur Mechanik gelernt und das ist Elektronik. Tja, aber dafür hast du nur 3 Jahre Ausbildung gehabt und der Hauptschulabschluss hat auch für dich gereicht. Dann stöpsel das mal bitte da ein. Siehst du, jetzt geht auch die Fehlersuche schneller. Ja, und jetzt redet ab sofort ein Computer mit dem anderen. Auto, Computer, Zukunft? Freigegeben. Freigegeben. Na ja, gut, die Hände werden nicht mehr dreckig, aber es ist doch sterbenslangweilig. Die modernen Autos sind so kompliziert geworden. Die eine Maschine redet mit der anderen. Der Roboter repariert und ich muss nur kontrollieren. Hallo David, hier ist dein Frühstück. Oh nee. Das ist die für dich nach deinen Körperwerten zusammengestellte optimale Mahlzeit. Sie schmeckt lecker und ist gesund für dich. Ich möchte aber lieber eine Currywurst. Currywurst ist nicht gut für deine Gesundheit und Wurst ist nicht klimaneutral. Ich möchte aber eine Currywurst und eine Frühstückspause mit meinen Kollegen. Und mal wieder was mit meinen Händen machen. Wieder was richtig anfassen. Aber das will ich jetzt nicht weiterdenken. Danke. Endlich. Tja, manche Berufe werden sich halt stark verändern. Wir haben doch dieses eine Programm. Lasst mal schauen. Kfz-Mechatroniker. 60% der Tätigkeit an diesem Beruf könnten heute schon Maschinen übernehmen. Also ich mache mir da nicht so Gedanken. Meine Noten sind halt nicht so doll, aber ich habe schon eine Idee. Meine Tante arbeitet in einem Supermarkt an der Kasse und da könnte ich auch anfangen. Da ist man immer unter Menschen und das gefällt mir. Hallo. Oh, ich muss mein letztes Video fertig machen. Kommt noch bei der Berufswahl. Hier ist noch eine Selbstbedienungskasse. Toll, die Selbstbedienungskasse. Die Tätigkeiten der Kassiererin können heute schon völlig von Maschinen übernommen werden. Oder halt von den Kunden selber. Oder man kauft alles im Internet ein. Und was ist mit den selbstfahrenden Autos? Da werden immer weniger LKW und Taxifahrer benötigt. So ähnlich vor? Irgendwas im Handwerk. Am liebsten mit Holz. Komm mal mit. Ich weiß schon, dass da inzwischen ganz viel industriell hergestellt wird. Möbel und Fenster werden ja vollautomatisch gemacht. Das ist viel günstiger und geht viel schneller als von Hand. Da braucht man eher Menschen, die diese Maschinen programmieren und bedienen können. So, aber es gibt ja noch Nischen. Sonderanfertigung zum Beispiel oder Reparaturen und Restaurationsarbeiten. Diese Nischen gibt es, glaube ich, in vielen Bereichen im Handwerk. Warum eigentlich? Ich meine, warum sind die Leute bereit dafür, für richtige Handwerksarbeit mehr Geld zu bezahlen? Ich denke, aus Respekt vor der Arbeit anderer. Und weil Handwerksarbeit einfach was Besonderes ist. Und bleibt das auch so? Also werden die Leute in Zukunft Geld dafür haben? Bist du dir sicher? Puh, gute Frage. Dann lasst mal wieder rübergehen. Ja, das sieht jetzt für die Zukunft nicht so doll aus, ne? Ja, aber es ist ja nur eine Prognose. Was davon später eintreffen wird, das weiß ja noch keiner.
Nee, da steht Kenton heute schon. Das heißt, die Maschinen dafür gibt es schon. Ja, und was macht man, wenn man nicht schlau genug ist für diese Technik? Wenn Maschinen immer mehr Arbeit übernehmen, haben wir mehr Freizeit. Finde ich gut. Und was machen wir mit der ganzen Freizeit? Mehr zocken, mehr chatten, mehr Fernsehen? Das Problem ist doch, wir sollen uns heute schon auf unsere Zukunft vorbereiten. Aber wie die aussehen wird, weiß heute keiner. Das ist so, wie als würde ich in den Urlaub fahren, aber nicht wissen, wohin die Reise geht. Zum Beispiel in die Karibik, zum Nordpol oder in die Wüste. Was soll ich überhaupt eigentlich für Klamotten einpacken? Also, was schreiben wir denn nun? Wenn wir nichts liefern, tickt die Grünik wieder aus. Was haben wir? Die Technik entwickelt sich immer schneller, Berufe verändern sich wegen der Technik und manche Berufe fallen einfach weg. Und wahrscheinlich entstehen ganz neue Berufe, welche, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich glaube, wir müssen noch ganz viel andere Sachen lernen, um für alle Fälle vorbereitet zu sein. Ja, viel mehr über Computer, damit wir mehr können, als nur auf den Knopf zu drücken. Mehr über Medien, damit man auch richtig mit den Informationen umgehen kann. Mehr über Nachhaltigkeit und Ökologie. Was man gut mit seiner Freizeit machen kann. Wie man gut plant, also seine Zeit plant und seine Zukunft plant. Ich glaube, in den neuen Berufen, die entstehen werden, könnte eine große Chance für uns liegen. Und wo lernen wir das alles?